Konnichiwa, meine kleine lieben süßen Tomodachis und herzlich willkommen zu My Fake Boyfriend. Ja, im letzten Part, schon ein bisschen länger her, haben wir Yoshiwa beendet und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende war so lala. Also es war nicht schlecht, es war aber auch nicht gut, es ist einfach so ein Mittelding. Er kann einfach nur so froh sein, dass er richtig gut aussieht. Komplett gut aussieht, ne? So, warum ich das Spiel jetzt nochmal anmache? Wie soll ich das erklären? Okay, er geht weg. Wie soll ich das erklären? Hauptgeschichte. Also, kurz vorm Ende noch dazu. War ja nicht schlecht. Es war eigentlich recht gut. Zumindest bei Joshua. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den anderen drei ja auch nicht so schlecht sein kann. Deswegen ist es okay, wenn ich, die Endings da nicht spielen kann. Also das Good Ending kriegen wir ja so oder so. Von daher, obwohl das Good Ending mit Scheiße ist, das tue ich mir wirklich nicht mehr nochmal an. Aber die restlichen Episoden, why not? Why not? Das Ding ist, wen machen wir? Wen machen wir? Oh Gott, keine Ahnung. Also manche meinen Rennen irgendwie. Ich habe den Namen zumindest einmal in den Kommentaren gesehen. Oder ein paar Mal, ich bin mir nicht mehr so sicher. Er hat eine Brille. Aber der hilft uns immer. Du bist der Boss. Aber du bist nicht hübsch. Du bist hübsch, aber du hast mir arschlange Haare, du. Ungefähr wie mein. Nein, okay, das ist... Nein, das kann man nicht vergleichen. Nein, meine sind schon arschlang. Also wirklich, wortwörtlich arschlang. Ich glaube, aber seine sind noch länger als du. Bis zum Popo. Er ist nicht hässlich, aber seine Haare. Und er hat eine Brille. Ene, mene, mu. Fuck, ich hab den Stress vergessen. Komm in den Rennen. Oh, ich war ene, mene, mu. Da, und dann war direkt schon Blackout. Wir machen jetzt den. Spontanität ist in diesem Let's Play wirklich sehr wichtig. Episode 1. Vielleicht ist es ein Fehler, mich für einen Scheinfreund zu entscheiden. Ich finde die Idee so oder so ein bisschen dämlich, aber wenn die hübsch sind, gar kein Problem. Ist es dämlich, aber cool. Ist es dem cool? Ist es dem cool? Doch, wen würde ich denn nehmen? Aber so, doch, wenn oder wen danach, leck mich doch am Arsch dann. Ganz in Gedanken höre ich plötzlich eine sehr bekannte Stimme. Es ist Ren, der im Park Gitarre spielt. Was? Nein! Der dieser Gitarre Nein! Was? Nein! Aha, okay. Wow, wusste gar nicht, dass er das kann. Ich auch nicht. Deswegen ja. Okay. Gedankenverloren schwingt er das Plektrum über die Seiten. Er sieht wirklich cool aus. Ob er mein Scheinfreund werden würde? Ich glaube, also er ist in, also im Prolog war er ganz schön nett zu uns, ne? Ich bin mir nicht sicher. Er ist immer so nett und freundlich. Ein Versuch ist es wert. Im Büro angekommen hoffe ich auf einen normalen Tag. Ohne Zwischenfälle. Doch es kommt immer anders, als man denkt. Kime, du musst vor 13 Uhr fertig sein. Was auch sonst. Ja, klar. Danke. Vor 13 Uhr. Brauchst du Hilfe? Diese beruhigende Stimme. Sieht mal eine Menge Arbeit aus. Ich kann dir was abnehmen. Danke, Ren. Mach bloß keine Fehler. Er geht davon. Vielleicht sollte ich ihn doch darum bitten, mir zu helfen. So früh am Morgen schon rumturteln. Hinter mir taucht Miyuki auf. Ich finde die fantastisch. Wie immer herausgeputzt. Guten Morgen. Ich muss dich unbedingt was fragen. Schieß los. Es ist wirklich wichtig. Okay. Was denn? Wer ist denn dein Scheinfreund? Sie übertreibt mal wieder. Doch neugierig war sie schon immer. Warum willst du das wissen? Na, wir sind schließlich Freunde. Aber sie ist ein Plappermaul. Ja, Plappermaul. Kannst der am Arsch lenken? Nein, 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 nein. Ist eine Überraschung. Ja, klar.
Als ob du sowas geheim halten könntest. Und als ob du irgendwas nicht weiter sagen würdest, oder? Bin ich so vorhersehbar? Du bist einfach nicht sehr impulsiv. Ja, du wirst schon noch sehen. Miyuki grinst. Aber mit Ren rechnet sie bestimmt nicht. Ist doch egal. Ist schließlich meine Entscheidung. Klar. Also kann ich Ren wählen? Da kommt der Lift. Wir haben lange gewartet. Als alle ausgestiegen sind, bleibt nur noch Ren drin. Hä? Wir laufen uns dort über den Weg. Die Stille ist erdrückend. Vielleicht sollte ich was sagen. Tut ja auch nicht weh. Aber vielleicht findet er es komisch. Warum nicht? Du hast echt Talent. Bitte? Ich hab dich im Park gesehen. Wusste nicht, dass du Gitarre spielen kannst. Oh. Also ich bin nur zufällig vorbeigegangen. Draußen am Eingang. Ich habe es nicht so deutlich gehört. Trotzdem nutzt du mein Talent. Vielleicht kann ich gar nicht spielen. Nein, ich meine, ja, du hast Talent, auch in der Arbeit. Deshalb dachte ich, dass du, ich meine, da geht die Tür auf und er steigt aus. Freut mich, dass du immer positiv denkst. Hä? Die Tür schließt sich und ich fahre zu meinem Stockwerk. Nachdem ich die Dokumente abgeliefert habe, schwirrt Ren immer noch in meinen Kopf. Ich hab Hunger. Die ganze Arbeit hat mich hungrig gemacht. Als ich in die Kantine gehe, entdecke ich Ren. Er sitzt wie immer alleine. Kann ich mich zu dir setzen? Für eine Sekunde beäugt er mich skeptisch und nickt dann. Er ist immer so ruhig, aber von nahem, naja, Er hat mich angesehen. Was schaust du mich so an? Was meinst du? Mir wird ganz heiß. Willst du was ab? Wieso grinst er so? Ab? Vom Hühnchen. Hä? Du hattest viel zu tun. Dachte nur, du hast deshalb noch mehr Hunger. Energiedefizit. Er legt mir ein Stück von seinen Hühnchen auf meinen Teller. Oh, ist das nicht nett? Ist voll nett. Diese Geste zaubert mir sofort ein Lächeln ins Gesicht. Danke. Danke, dass du mir immer hilfst. Jederzeit. Jederzeit? Soll ich mich nochmal bedanken? Oder wäre das komisch? Ich bin unsicher. Warum nicht? Ich meine, bedanken kann man sich nicht genug. Jederzeit? Aber nur für Hui! Hui, hui. Hey. Chill mal deine Base. Du siehst nicht so aus, als würdest du Fortschritte in Beziehungen machen. Okay. Aber nur für dich. Wie? Nichts. Okay, danke. Ich starre auf das Stück Huhn vor mir. Er ist so nett. Ich kann ihn ruhig darum bitten, mein Scheinfreund zu werden. Danach essen wir still weiter. Soll ich ihn fragen? Ren? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Was denn? Eher was Privates. Verwirrt blinzelt er ein paar Mal. Danach spricht er. Okay. Ich hole tief Luft. Kannst du mein Scheinfreund werden? Es laut auszusprechen macht die Sache nur noch verrückter. Wie bitte? Scheinfreund. Bitte, sag ja. Mit großen Augen flehe ich ihn an, der wird mich wie ein Dummkopf halten, Alter. Wer macht denn sowas? Oh Gott, das ist so... Und der sagt auch noch nein. Oh, mein Herz. Sorry. Da rutscht mein Herz wieder ganz nach unten. Ich verstehe nicht. Was soll das sein? Ein Scheinfreund. Zumindest ist er nicht ganz uninteressiert. Ach so, ja. Naja, jemand, der vorgibt, mein Freund zu sein. Und warum sollte das jemand überhaupt tun wollen? Miyuki hat es vorgeschlagen, damit ich Erfahrung sammeln kann. Ren zieht eine Braue hoch. Oh Gott. Ich habe in Sachen Liebe wenig Erfahrung. Auch ein Grund, warum mein Ex mit mir Schluss gemacht hat. Ich weiß nicht, wie man sich bei Männern verhält. Und ich mag Joshua. Oh! Joshua?
Ja, er wird doch versetzt. Ich kenne ihn gar nicht. Also jetzt kenne ich ihn nicht, aber ich habe mich ja schon Dings in Charaktervorstellung schon verliebt. Also zählt das gar nicht so wirklich. Also es ist ja gar nicht so falsch, was sie sagt, aber im wahren Leben ist das nicht so richtig. Aber hier schon. Er steht auf Frauen, die, naja, genau das Gegenteil von mir sind. Oh, ich muss nur noch mehr Erfahrung sammeln. Also in Sachen Dates und ich möchte interessanter werden. Du bist doch interessant. Ach ja, Hitze steigt in mir auf. Hat er mir erneut ein Kompliment gemacht? Du machst es also? Seine Stille ist kein gutes Zeichen. Nach seiner Reaktion nach zu urteilen, ist er nicht begeistert. Wobei ich es verstehe. Also ein Nein. War doch wohl doch die falsche Entscheidung. Enttäuscht und peinlich berührt zugleich stehe ich auf. Als ich gehen will, hält er mich am Arm zurück. Unsere Blicke treffen sich. Rennen? Bleib. Stimmt, ich hab ja nichts mehr. Ich Depp. Ich bin ja echt ein Depp, ich hab mir vergessen. Ist das aber bei ihm wichtig? Ach, nach dem Part mache ich einfach nochmal ein Deinstallieren und Neuinstallieren, das klappt schon. Egal. Sorry, aber ich hab noch zu tun. Warte, ich brauche nur etwas Bedenkzeit. Zeit? Ja, so über den Tisch kann ich das nicht entscheiden. Okay, gut. Mit diesen Worten verlasse ich die Kantine. Den Rest des Tages überkam. Nee, warte. Über kann ich nicht. Mich nicht. Den Rest des Tages über kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Da schneide ich mich am Papier. Aua! Oh Gott, alles in Ordnung, Kime. Miyuki, du blutest. Sie will mir ein Taschentuch um den Finger. Seit wann bist du hier? Schon eine ganze Weile. Ganz schön Gedanken, Hättest du mir auch helfen können? Ach, hör schon auf. Dank dir blute ich jetzt auch noch. Verdammt! Schieb das bloß nicht auf andere. Ich drücke das so fester auf die Wunde. Hat also nicht geklappt mit Ren. Woher weißt du? Du kennst mich. Ich bin allwissend. Ihr habt eine ganz schöne Szene abgespielt. Miyuki grinst mich an. Ja, schon gut. Ich geb's zu. Ich hab ihn gefragt. Wie bitte? Ach, hör schon auf. Und? Er hat wohl keine Lust. Doch er meinte, er müsse nachdenken. Und? Ich bin gegangen. Warum denn? Schrei nicht so! Wieso bist du weggegangen? Das war mir alles so peinlich. Als Ren vorbeigeht, verstummen wir beide. Er starrt mich eine Weile wortlos an. Oh nein. Er kramt etwas aus seiner Tasche und kommt zu mir. Ich brauche die Dokumente für die Fusion. Natürlich. Mit einer Hand suche ich nach dem Stapel und überreiche ihm alles. Er nimmt ihn mir ab und. Hä? Bevor er geht, klebt er mir ein Pflaster auf die Wunde. Das ist doch. Wir gehen gerade aus der Firma, als Ren vor uns auftaucht. Ich halte inne. Was soll das? Ihre laute Stimme lässt ihn sich zu uns drehen. Oh. Schönen Feierabend, Ren. Er nickt nur und geht dann davon. So kriegst du nicht mal eine Fliege dazu, sich für dich zu interessieren. Oh! Sie hat recht. Miss, ich muss mit größeren Einsätzen spielen. Ich denke um. Ab morgen muss ich mich verändern, damit ich Joshuas Aufmerksamkeit gewinne. Und wenn Ren mir nicht hilft, dann suche ich mir jemand anderes. Trotzdem hoffe ich, dass er ja sagt. Ich muss auf morgen warten, der Tag seiner Antwort. Tag seiner Antwort und so. Fortfahren, bitte. Episode 2. Ich höre eine Uhr. Mit dem Blick auf die Uhr gerichtet, kommt mir ein langer Seufzer. Noch immer nichts. Ich schüttle den Kopf. Habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Vielleicht geht er dir aus dem Weg. Vielleicht denkt er, du bist verrückt geworden. Danke für deine Aufmunterung. Kannst es gerne in der ganzen Firma herumposaunen. Er will wohl einfach nicht. Kann sein.
Das sollte dir dann zumindest auch ein Nein ins Gesicht sagen. Dich so hängen zu lassen, ist fies. Gehen wir. Nein, ist schon okay. Ich bleib noch. Wenn du meinst. Aber wenn du dich anders entscheidest, ruf mich an. Ich gehe was mit den anderen trinken. Es sind auch viele Typen dabei, die dir gerne helfen würden. Du musst sie nur fragen. Yuki geht davon, wie immer voller Stolz. Ich stecke ihn Sacke auf den Stuhl zusammen. Vielleicht war es doch ein Fehler. Ich hätte einfach Liam fragen sollen. Er ist und bleibt erfahren in diesem Gebiet. Ich nehme meine Tasche zur Hand. Ein reinstes Chaos. Ich kann Liams Visitenkarte nicht finden. Nach ein paar Minuten, die Visitenkarte in der Hand, überlege ich, ob ich anrufen soll oder nicht. Liam ist ein Profi. Miyuki hat ihn vorgeschlagen. Vielleicht war Ren ein Fehler. Aber andererseits ist Ren nett und er hat gesagt, er denkt darüber nach. Jemand, den ich kenne, wäre mir schon lieber als jemand Fremdes. Ich blicke erneut zur, es ist schon viel zu spät. Ob ich Liam einfach anrufen soll oder lieber doch noch auf Ren warten? Ren ist immer noch in der Firma. Ich warte einfach noch ein paar Minuten. Hab ja nichts zu verlieren. Mit dem Kopf auf beide Hände geschützt warte ich auf Ren. Eine Minute, zwei, fünf, zehn. Ich seufze. Ich komme mir wie eine Idiotin vor. Wartest du auf jemanden? Mit großen Augen starre ich zu Ren. Ich kann es fast nicht glauben. Ren, ja, schon. Auf mich, oder? Meine Augen wandern im Raum umher. Ich fühle mich ertappt. Hättest du nicht müssen. Hättest du nicht machen müssen. Stand irgendwie nicht. Ich weiß, aber... Hast du mich vermisst? Bitte? Auf diese Frage stehe ich schockiert auf. Mir versteckt es die Sprache. Nimmt er mich gerade auf den Arm? Sein Grinsen bestätigt meine Vorahnung. Was? Wie? Also wirklich? Ich habe dich ein paar Mal gesehen, wie du mich an meinen Schreibtisch gesucht hast. Ich werde rot. Nee, oder? Er nickt und zieht sich das Jackett über. Knöpft es sich zu und richtet sich die Krawatte zurecht. Ren, so ruhig wie immer. Und warum? Ich habe mir Sorgen gemacht. Hä? Er dreht sich um und mustert mich ernst. Die Antwort ist ja. Was? Na, ob ich den ob ich dein Scheinfreund sein will. Ich sage ja. Ich kann es nicht glauben. Habe ich was an den Ohren? Hat er wirklich ja gesagt? Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ich bin ihm über alles dankbar und falle ihm um den Hals. Da wird mir die Situation klar und ich löse mich wieder von ihm. Er mustert mich immer noch. Verdammt, warum kann ich mich nicht beherrschen? Sorry. Ist er krank? Irgendwie ist er rot sein Gesicht. Ren, bist du auch sicher? Ja. 100%? Ja. Er blickt auf die Uhr und öffnet die Tür. Es ist schon spät. Gehen wir für heute nach Hause. Ren geht voran. Sein Gesicht geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Er hat wirklich zugestimmt. Endlich ein Schritt nach vorn. Joshua wird bald mein sein. Ich muss grinsen. Kime, guten Morgen. Wie war es gestern? Du bist doch nicht mehr aufgetaucht. Ach richtig, Ren ist doch noch aufgetaucht. Und? Kime. Wir drehen uns beide zu ihm. Ich muss mich kurz mit dir unterhalten. Okay. Er geht los und ich trotte ihm hinterher. Wir bleiben in einem Zwischengang stehen. Eine Bank ist neben einer meterhohen Pflanze aufgestellt. Wir bleiben aber stehen, da leckt mich auch am Arsch, ich kann nicht mehr. Und... Ich möchte eins klarstellen. Okay. Hä? Ich habe zwar zugestimmt, aber nur unter gewissen Bedingungen. Du willst mir ernsthaft Bedingungen aufzählen? Bedingungen? Was denn für Bedingungen? Du bist ja dann automatisch meine Scheinfreundin. Ja? Dann möchte ich, dass es echt ist. Echt? Echt. Hä? Was redet der für Schwachsinn? Soll ich seine echte Freundin werden? Nein, das kann nicht sein. Wie, was sage ich nur?
Ich verstehe es nicht. Was will er denn jetzt von mir? Ren, was meinst du denn damit? Es soll wie echt wirken. Ach so. Ja, dann sag das doch. Was hast du denn gedacht? Was? Nichts. Nichts. Jemand wie du hat mehr verdient. Was redest du da? Ich verstehe nichts. Musst du auch nicht. Mysteriös grinst er mich an, ohne sich weiter zu erklären. Ren kann ziemlich verstörend sein. Und wie echt, meinst du? So, als würden wir wirklich daten. Sich so benehmen wie andere Paare auch. Und warum das alles? Nur so. Ich schmolle. Okay, wenn das deine Bedingung ist. Also sind Händchen halten, Umarmungen und Ferien bzw. Dates okay? Du darfst mich auch küssen. Ja. Und erlaube mir, deine Liste zu erweitern. Ich möchte an gewissen Orten mit dir gesehen werden. Was? Die da wären? Überlege ich mir noch. Okay. Aber warum? Was hast du denn davon? Nur so. Er tut so geheimnisvoll. Und ich bestimme, was du anziehst. Yo! Das macht eine wirkliche Beziehung nicht. Bitte? Deine Kleidung. Da habe ich ab jetzt ein Wort mitzureden. Willst du mich verarschen? Was ist mit dir kaputt? Er mustert mich genau. Ich starre selbst an mir herab. Heißt das, du denkst, ich sehe scheiße aus? Ja. Was? Unkorrekt. Sogar Joshua hat nicht gesagt, dass ich scheiße aussehe. Er hat es auch schön beschmückt. Du sagst einfach korrekt. Arschloch. Er hat auch eine ziemlich nicht nette Seite an sich. Versuche, die Sache mit Logik anzugehen. Trotzdem möchte ich ihm für diese Aussage eine verpassen. Oh, verpass ihn eine. Aber ich hätte es nicht gemacht, weil ich ein Typ wäre, deswegen ich akzeptiere es einfach, was er von mir möchte. Ist ja nur als Scheindate. Von daher, ich beiße mir auf die Unterlippe. Okay, deine Meinung kann ich ja zumindest überdenken. Gut, dann ist das geklärt. Er streckt seine Hand zu mir aus. Wir segelten unseren Vertrag. Also abgemacht. Ich weiß nicht. Was denn noch? Irgendwas stört mich an dem Ganzen. Warum hat er zugestimmt? Warum tut er sich das alles freiwillig an? Und warum will er an bestimmten Orten mit mir gesehen werden? Und was für Kleidung er mir wohl zum Anziehen gibt? Und das Allerwichtigste, was bringt das alles für ihn? Ich bin zwar überrascht, aber die Neugierde überwiegt jeder Logik. Soll ich einfach so zustimmen? Ich bin unsicher. Und was sagst du? Ja. Okay, gut. Abgemacht. Dann ist das geklärt. Ich werde es schon noch irgendwann rausfinden. Danke, Ren. Ich danke dir für deine Hilfe. Gerne doch. Lächelnd geht er davon. Ich kann es gar nicht erwarten, was ab jetzt auf mich zukommt. Der ist gerissen, der Typ. Der ist komplett gerissen, der Typ. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, ciao ciao, sayonara, salatumadajis, I love you und bye bye.